Donnerstag, 17. August 2023. Nachdem wir nun einen Neuzugang verkünden konnten, müssen wir jetzt leider Abschied nehmen, und zwar von Lars Bünning. Der wechselt nämlich zu Dynamo Dresden. Ralf Becker, dort Sportgeschäftsführer. Lars Bünning verfügt über ein sehr rundes Profil als Spieler und zeichnet sich vor allem durch einen starken Spielaufbau, seine Schnelligkeit und gutes Verteidigen aus. Wir sind sehr froh, mit ihm nun planmäßig die noch offene Position der Innenverteidigung besetzen zu können. Lars, mach's gut. Viel Erfolg in Dresden. Wir stehen vor der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den SV 07 Elversberg. Bleibt die Sektorentrennung hier bestehen? Ja. Können wir ins Museum, wenn ihr nicht gerade Tickets für die Nordtribüne habt? Nein. Wer aus diversen Gründen nicht live vor Ort sein kann, dem sei gesagt, es existiert ein Fanradio, und ansonsten mache ich auch eine kleine Live-Reaction zum Spiel, und bis dahin sage ich Goodbye.